Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es darum, wie man coole Bilder bei Sonnenuntergang macht. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum spreche ich von Sonnenuntergang und sage trotzdem guten Morgen? Ja, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang haben theoretisch gesehen keinen Unterschied. Nur der Unterschied ist halt nur, man muss morgens früh aufstehen. Man hat den extremen Vorteil, dass hier einfach niemand ist. Also es ist keiner da, auch irgendwelche Wahrzeichen, Touristenspots oder sonst irgendwas, die sind zu dem Zeitpunkt komplett leer. Gut, ich bin dafür heute Morgen um 4 aus dem Bett. Also es hat auch irgendwie einen Nachteil, aber man hat auch den Vorteil, dass in dem Moment die Sonne halt von der komplett anderen Seite kommt. Also wenn ich ein Motiv habe, das ich in Richtung Osten fotografieren will, mit Sonne im Hintergrund, dann muss ich halt bei Sonnenaufgang fotografieren. Wenn ich es in Richtung Westen fotografieren möchte, dann muss ich halt bei Sonnenuntergang fotografieren. Also auch mal früh aufstehen, lohnt sich auf jeden Fall, doch ich habe natürlich noch mehr für euch. Ein weiterer wichtiger Tipp, wenn ihr Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang fotografieren wollt, ist, dreht euch einfach mal um. Viele fotografieren hier so in diese Richtung, in Richtung Sonnenaufgang, das ist jetzt gerade der Sonnenaufgang, und die vergessen dabei leider die andere Seite. Guck mal hier, der Mond und alles Mögliche, das ist in die Richtung viel, viel cooler. Ich werde gleich in beide Richtungen Bilder machen, die ich euch jetzt einblende. Da haben wir einen Mond, da haben wir einen Sonnenaufgang und die Richtung hier hinter, die sieht meistens auch sehr genial aus. Ich war eigentlich auch der Meinung, dass man so ein bisschen den Schnaken und den Fliegen und allem Möglichen aus dem Weg gehen kann. Doch offensichtlich ist dem nicht so, wenn man morgens früh aufsteht. Ist keine gute Idee. Die sind genauso schlimm wie eigentlich abends. Mit dem Unterschied, dass man das einzige Opfer ist. Also ich werde hier gerade ein bisschen gejagt. Deswegen bleibe ich ein bisschen in Bewegung. Doch natürlich ist Sonnenuntergang nicht gleich Sonnenuntergang. Ich hatte jetzt heute Morgen das Glück, dass sehr viele Wolken am Himmel waren. Ich bin eigentlich ein totaler Fan von Wolken. Die gestalten das Bild interessanter, als einfach nur so einen ganz normalen, langweiligen Sonnenuntergang zu fotografieren. Natürlich ist ein Sonnenuntergang auch nicht etwas, was man auf eine genaue Uhrzeit festlegen kann. Ich meine, klar steht in irgendeiner App drin, jetzt hier Sonnenuntergang 21.34 Uhr, doch das ist eigentlich nicht so. Denn es wird ja nicht plötzlich dunkel. Es ist ja nicht so, als würde man Licht ausmachen. Es hat unterschiedliche Phasen. Und ich bin der Meinung, dass hier viele Leute viel zu früh oder viel zu spät anfangen und dadurch eigentlich diesen richtig genialen Moment verpassen. Deswegen, wenn ihr anfangt, Sonnenuntergang zu fotografieren oder einfach diese Golden Hour, Blue Hour oder sowas in die Richtung mitzunehmen, dann solltet ihr euch Zeit nehmen. Ihr solltet wirklich mal schauen, was kann ein Sonnenuntergang, welche Farben bringt der, wartet auch mal, bis die Sonne untergegangen ist, denn ganz ehrlich, wenn die Sonne untergegangen ist, kommt es nochmal richtig genial raus und sorgt nochmal für richtig cooles Licht. Das ist ja grauenhaft. Die Viecher sind einfach überall. Mein nächster Tipp ist, es einfach zu halten. Das Problem mit Sonnenaufgang oder mit Sonnenuntergang ist, dass wir meistens ein ganz kurzes Zeitfenster haben, wo die Sonne richtig perfekt ist und das Licht genauso aussieht, wie wir es gerne haben wollen. Wenn wir jetzt anfangen mit komplizierten Kameraeinstellungen oder ich sage mal mit einem Blitz, mit einem Reflektor, mit einem, keine Ahnung, noch zwei Assistenten und sonst irgendwas, dann verkomplizieren wir diese ganze Sache. Und wenn wir dann nicht genug Zeit haben, weil wir eben nur so einen ganz kurzen Moment im Sonnenuntergang oder im Sonnenaufgang haben wollen, dann geht dieser Moment verloren. Ich gehe mittlerweile raus, wenn ich Sonnenuntergang fotografiere. Nur eine Kamera, kein Reflektor, kein irgendwas, eine Kamera, ein Objektiv und konzentriere mich auf diesen Moment, genau diesen Moment hinzubekommen. Und das ist eigentlich der wichtigste Tipp von allen. Versucht es nicht zu verkomplizieren, versucht euch auf diesen Sonnenuntergang zu konzentrieren und fotografiert genau das. Ist nochmal ein Unterschied, ob ihr jetzt Porträts fotografiert oder Landschaften fotografiert. Bei Landschaften kann man sich den Spot im Vorhinein raussuchen, wirklich in aller Ruhe fotografieren. Bei Porträts könnte es ein bisschen komplizierter werden, aber versucht es einfach zu halten. So, als nächstes ist das Problem natürlich da, wenn wir gegen die Sonne fotografieren. Ich habe das in meinem gegen die Sonne fotografieren oder mit Gegenlicht fotografieren Tutorial, ich habe es hier oben irgendwo verlinkt, schon mal angesprochen. Wir haben das Problem, dass die Kamera gerne mal auf den Himmel belichtet. Das Ganze sieht dann so aus und das sorgt eben dafür, dass wir nur als dunkle Silhouette dargestellt werden. Und gerade in der Automatik kann das schon zu Problemen führen. Deswegen versucht das Ganze manuell einzustellen oder versucht es mit der Belichtungskorrektur auszugleichen. Doch was machen wir, wenn wir
wir keine Möglichkeit haben, das auszugleichen oder das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten wollen. Wir nehmen einfach, was das Ganze belichtungstechnisch ausgleicht. Das kann natürlich ein Reflektor sein. Hier würde ich jetzt vielleicht nicht gerade die goldene Bespannung nehmen, weil die Sonne ist schon recht rötlich und das nochmal rötlich von vorne mit reinzubringen, ist vielleicht ein bisschen krass. Außerdem kann es sein, dass sie sehr stark ist und deswegen ist vielleicht auch die silberne Oberfläche das Falsche, weil das wirkt wie ein Spiegel. Eher die weiße Oberfläche nehmen oder, wenn man die Möglichkeit dazu hat, Zebra. Und auch wenn ich jetzt dem Tipp von vorhin so ein klein bisschen entgegenwirke, dass ich sage, man soll es einfach halten, ein Blitz ist vielleicht auch nicht eine schlechte Möglichkeit. Also man kann auch gegen die Sonne blitzen. Man braucht dafür natürlich ein bisschen Leistung, kann auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Das ist eher sowas, wo man sich schon ein bisschen auskennen muss mit dem ganzen Thema. Es ist definitiv nicht einfach, ich habe es schon ausprobiert. Doch wenn man das Ganze beherrscht, kommen da richtig geniale Fotos raus. Hier ein Beispielbild. Gegen die Sonne geblitzt, war in dem Moment gar nicht so aufwendig, auch wenn man unter extremem Zeitdruck steht, weil diese Lichtsituation, die war vielleicht für 20 Minuten, man muss das Brautpaar in dem Moment da gehabt haben und der Blitz muss eingestellt sein und es muss halt alles perfekt funktionieren und das ist nicht was, was man mal schnell ausprobiert, also man sollte sich in dem Moment wirklich mit auskennen. Okay, einen Tipp habe ich jetzt zum Schluss noch. Und zwar, es gibt ja manche, die diese Sonne gerne als Stern haben wollen. Das ist eigentlich eine relativ einfache Technik. Also ich weiß nicht, ob ihr die Sonne gerade seht. Ich habe es hier gerade wunderschön mit Sonnenaufgang im Hintergrund. Und die Möglichkeit hierzu ist einfach, die Blende möglichst weit zu schließen. Je weiter ich die Blende schließe, das entsteht durch diesen Lamellenring, umso eher wird eine Lichtquelle zu einem Stern. Das hat man auch öfters mal in der Langzeitbelichtung, wenn man nachts fotografiert oder sowas, dass die Lichtquellen aussehen wie ein Stern. Das liegt an einer stark geschlossenen Blende. Nehmt euch einfach mal den nächsten Sonnenuntergang oder den nächsten Sonnenaufgang und versucht einfach mal die Tipps, die ich euch gerade gegeben habe, umzusetzen. Gut, jetzt möchte ich was Neues ausprobieren und zwar, ich werde jetzt mal ein paar von euren Kommentaren beantworten. Ich mache das mittlerweile in Videoform, weil es ein kleines bisschen einfacher ist, als jeden einzeln zurückzuschreiben und es profitieren im Endeffekt auch die Leute, die das jetzt am Ende von dem Video sehen. Und zwar hat beispielsweise Samira unter das aktuelle Reisen mit Fotoequipment Video drunter kommentiert, wenn man die Drohnen nicht fliegen lassen darf, warum nimmst du sie dann mit? Das ist natürlich nur gedacht gewesen für die Länder, in denen man mit Drohne fliegen darf. Man sollte sich auf jeden Fall vorher informieren, ob das Ganze funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, sollte man sie natürlich zu Hause lassen, sonst wird sie wahrscheinlich von der Flughafensicherheit schon einkassiert. Also ja, gut, braucht man eigentlich nicht. In der EU ist das meistens kein großes Problem. Sobald man außerhalb fliegt, könnte es ein Problem werden. Informiert euch auf jeden Fall vorher. So, ansonsten hat Paul geschrieben, wenn möglich, Flugreisen vermeiden ist meine Devise. Mit dem Auto und der Bahn schaffe ich mehr Kontakte und bekomme gute Geschichten und Fotos. Das ist richtig, doch natürlich gibt es auch Länder, in denen man nicht mit dem Auto fahren kann. Ich bin eigentlich auch ein Fan vom Auto, weil ich habe dann kein Limit, was das Reisegepäck angeht und außer den eigenen Kofferraum. Und ich habe natürlich auch ein gratis Mietwagen mit dabei. Hat alles Vor- und Nachteile, doch versuche mal in die USA mit dem Auto zu fahren. Also das ist alles nicht immer so einfach. Empfehle ich eigentlich auch, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu fahren, ist es mit Fotoequipment meist einfacher. Auch wenn es Fliegen vielleicht ein bisschen billiger wäre oder sowas, muss jetzt jeder selber für sich entscheiden. Auf jeden Fall hat man beim Autofahren deutlich weniger Probleme, eine Kamera durch irgendeine Sicherheitskontrolle zu kriegen. Ansonsten gibt es noch einen Kommentar von Peter, der hat gesagt, danke für die Tipps und gute Reise. Die Reise ist leider abgesagt worden, ist relativ spontan gewesen. Deswegen ist dieses Video ja auch, das eigentlich für Frankreich geplant war, also um es in Frankreich zu produzieren, geplant war, leider nicht in Frankreich entstanden. Ich bin immer noch in Deutschland und das Ganze hat sich ein kleines bisschen verschoben. Frankreich fällt dieses Jahr leider aus. Es gab einen medizinischen Notfall, so kann man es eigentlich am besten ausdrücken. Es geht allen Beteiligten gut, es geht mir gut, ist gar kein Problem. Ich versuche jetzt gerade den Content, den ich alles in Frankreich produzieren wollte, jetzt hier in Deutschland zu machen. Ist ein bisschen Arbeit. Mal schauen, wann es das nächste Mal ins Ausland geht und ich euch wieder mitnehmen kann. Das war's für heute. Cool, dass ihr mit dabei wart. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr noch ein paar coole Tipps zum Thema Sonnenuntergang habt, die ich in den nächsten Videos oder sowas wieder mit reinbringen kann. Ich will das mit den Kommentaren in Zukunft öfters machen, dass ihr im Endeffekt auch was davon habt und jeder diese Kommentare sehen kann. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was ihr machen sollt, schaut mal vorbei auf fotografieren-lernen.eu. Da habe ich noch deutlich mehr Tutorials für euch und natürlich einen gratis Fotokurs, der euch einen guten Einstieg in die Fotografie bieten soll. Der ist komplett kostenlos. Lern die Fotografie in 14 Tagen. Einfach mal hier auf dem Link vorbeischauen und wir sehen uns im nächsten Video.